Meine Lieben, schön, dass ihr reinschaltet auf meinem Kanal. Ich bin es, euer Vince John, mit einem neuen Video zu Hogwarts Legacy. Und zwar soll es heute um die Begleiter gehen, um die ganzen verschiedenen Aspekte, Romanzen, wie sich das ineinander verschachtelt, was wurde bisher geleakt, neues Material, neues Gameplay und so weiter. Und so weiter. Ja, es hatten wir schon, welche Editionen da jetzt demnächst rauskommen. Und in diesen Editionen konnte man ja schon auch sehen, dass jedes Haus, was man wählt, sozusagen auch einen Begleiter hat. Da gibt es ja so eine Übersicht. Und Hufflepuff, Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw haben einen. Drei sind schon komplett offiziell bestätigt. Außer Ravenclaw selbst. Die haben natürlich auch einen, aber der wurde noch nicht geleakt. Also drei wurden schon geleakt. Da könnt ihr sehen, auch hier im Video zeige ich euch, welchen, wenn ihr dann nehmt, welcher Begleiter mit euch rumrennt. Es ist aber nicht der einzigste Begleiter. Wie viele genaue Missionen feststehen, ist noch nicht ganz raus. Hier seht ihr zum Beispiel die Schwester von Slytherin her. Aber es wird mehrere Missionen auch geben innerhalb der Begleiter. Und diese Begleiter laufen dann mit euch rum, haben verschiedene Möglichkeiten, wie Harry, ne? Der braucht natürlich auch einen, den darf man nicht vergessen. Und wir haben natürlich auch eine Spiel, aber alles im 19. Jahrhundert. Also viel, viel früher, hat nichts mit Hermine und Co. zu tun. Ist also viel früher das Ganze und wir sind ja so 16 in der 5. Klasse ungefähr. Und ja, da freue ich mich schon drauf. Und hier gibt es auch im Trailer bzw. im Zusammenschnitt ein paar Sachen, das von den ganzen schieß mich tot, wie die alle heißen. Ich habe die ganzen Namen vergessen. Ich habe da ein paar Sachen zusammengesammelt. Und ist schon sehr, sehr spannend. Zum Beispiel die Hufflepuff-Dame kann dann auch mit fantastischen Tierwiesen, ist die ganz interaktiv. Die hat so ein paar spezielle Vor- und Nachteile. Hier sehen wir zum Beispiel die ganzen Schulräume, den Slytherin-Raum, Gryffindor und so weiter. Und da können wir dann auch neue Kompagnons, also hier die Rothaarigen, die sollten uns ja bekannt sein, die Familie, kennenlernen. Aber auch die drumherum, die jetzt hier bei uns sind, die da stehen und wenden, mit denen kann man sich anfreunden. Und ich weiß nicht, wie tiefgreifend da die Geschichten sein werden. Auf jeden Fall diese Hauptkompagnons, die sind definitiv am Stissel. Und mit denen kann man einiges machen. Ob die jetzt neben einem Klassenzimmer sind und ob wir denen helfen wollen oder nicht, ist natürlich auch alles rein optional. Also ich muss schon sagen, optisch gefällt mir das sehr, sehr gut. Das dürfen sie nicht verkacken. Es hat viel Potenzial, aber fangen wir doch mal direkt an. Der Raum der Wünsche und so, den wir dann auch später haben, da können wir dann auch unsere ganzen Tierwiesen zähmen, reinpacken. Und Poppy Sweeting ist vielleicht den einen oder anderen bekannt, ist jetzt genau davor. Das steht aber auch, das kann ich euch vorlesen, ist auf Englisch. die ist zum Beispiel von Hufflepuff sehr gut drauf für die ganzen Tierwiesen und hat was gegen diese, möchten wir sie nennen, Wilderer. Also das Wilderer-Thema ist hier auf jeden Fall ein Problem. Und da gibt es ja immer wieder welche, die Tiere einfangen wollen, zerstören wollen. Und sie hat wirklich so ein sensibles Ädchen dafür und bringt uns das Ganze näher. Können wir dann auch ein paar Sachen lernen, wie wir Drachen ziehen können oder wie wir uns verhalten können. Und Zentauren, die sind ja normalerweise den Magiern, sorry, dem magischen Wesen immer ein bisschen misstrauisch. Und sie hat da aber auch ein Gespür für. Kann vom Vorteil sein, was ich hier sehr interessant finde, ist, dass sie ja von Hufflepuff weiß. Und dort der Hauptcharakter, oh Mann, der Husten, schlimm, von Gryffindor ist. Also scheint es auch übergreifend wirklich zu sein, mit den Charakteren zu agieren. Hier sehen wir, wie wir die Tiere behandeln müssen. Da kann man mit Viereck rangehen, die streicheln, putzen. Und dann können wir die Zähne in unseren Raum reinpacken. Wer fantastische Tierwiesen gesehen hat, da wird es auf jeden Fall einiges geben. Und da bin ich sehr gespannt. Ja, das ist der Vorfahre hier. Den gab es auf einer Schokoladenpackung. Den wollte ich euch nicht vorenthalten. Da habe ich mich natürlich schön davor gesetzt. So soll das sein. Könnt ihr gerne mit einem Abo und Like dabei bleiben, um nichts zu verpassen. Ja, also die Charaktere haben schon Tiefe. Sehr interessant finde ich dann auch den nächsten Begleiter und auch, dass es übergreifend ist, finde ich auch sehr, sehr spannend.
Dann haben wir hier die Nazai Onai, die kommt nämlich aus Uganda, Nähe des Kongos, aus einer wirklich sehr prädestinierten Magierschule, einer der besten und stärksten überhaupt. Und ihre Mutter ist Wahrsagerin und befindet sich auch an Hogwarts und ist eine Lehrerin, die wurde auch geleakt, die kann man gleich sehen. Und das ist die Schule, dieses Urgadu, irgendwie zwischen Kongo und schieß mich tot, weiß ich nicht genau. Was ich euch aber noch sagen kann, ist, diese Schule ist so wie das A und O aus England. Und wenn da die Nebel sind, dann sieht das so aus, als würde das Gebirge schweben. Ja, ein sehr fantastischer Ort, sehr bekannt, ist anscheinend sehr wichtig, wenn man da ist, wie dieses Harry Potter Mystery gespielt hat. Ich bin da nicht so ganz im Böde. Die in Afrika benutzen keine Zauberstäbe, mir sagen lassen, sondern Zauber mit den Händen gestikulieren und können sich dann halt hier auch in diese Tierform machen. Ob die das jetzt schon kann in der 5. Klasse oder nicht, so wie wir, die müssten ja auch da jetzt sein, steht noch nicht fest. Hier sind auf jeden Fall beide Charaktere von Gryffindor. Bin ich gespannt, wie sich das da entwickelt und wie die Beziehungen da zueinander stehen. So, und wenn wir jetzt nach rechts schauen, da ans Bild, da sehen wir dann den Leak, das ist die Mutter. Ist dann die Frage, ob die bevorzugt wird, ob das Vorteile hat, dann, ob dann verschiedene Gespräche, Einflüsse da sind, wenn die Mutter dann interagiert, wenn wir uns für Gryffindor entscheiden. Da werde ich noch ein Video zu machen, welches Haus ihr wählen sollt. Dürft ihr nicht verpassen. Ich hoffe, ich bin demnächst auch endlich mal wieder gesund. Und das wird spannend. Also Gerechtigkeitssinn ist bei ihr sehr ausgeprägt. Die ist da auf jeden Fall richtig hinterher. Ja, und viele sind ja Gryffindor-Fans. Ich finde es ein bisschen zu overrated und zu sehr dann immer auf Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter, sich mal ein bisschen davon zu entfernen und so eine eigene Geschichte zu haben. So eine eigene Verbindung zu erschaffen, finde ich schön, und dann geht Hogwarts in die richtige Richtung, auch wenn es natürlich jetzt nicht von Rowling selbst eine erfundene Geschichte ist, sondern in Zusammenarbeit. Ja, die begleiten uns natürlich auch die ganze Zeit auf unsere Abenteuer und haben dann verschiedene Auswirkungen, wie wir mitnehmen. Finde ich auch ganz gut. Ich glaube jetzt aber nicht, dass die Endgeschichte voraus ist. Sebastian Solo ist der Charakter für Slytherin und der hat eine große Last, denn seine Schwester leidet an einem dunklen Fluch und er ist der Auffassung, dass nur die dunklen Künste selbst dieses Laster nehmen können. Und das bringt uns natürlich auch dann in die eine oder andere Situation, die schwierig sein könnte. Lässt uns aber auch hier wieder die Wahl. Da gibt es jetzt verschiedene Varianten. Da kommen gleich nochmal drei Varianten, die wir nochmal kurz erläutern können. Wir hatten aber diesen Dark Fantasy Trailer, den ich sehr, sehr geil fand. House Slytherin auf jeden Fall sehr interessant auch wieder. Würde ich gar nicht mal so als das Böse ablegen, sondern so ein bisschen dazwischen. Und hier sehen wir nochmal den einen oder anderen kleinen Begleiter. Und ja, da müssen wir uns natürlich entscheiden, machen wir das? Wirken wir die Flüche selbst auf uns? Lassen wir ihnen das zu? Lassen wir das nicht zu? Ignorieren wir diesen Teil der Geschichte selbst? Möchten wir kein Trouble haben? Selbst wenn wir vielleicht Slytherin sind, müssen wir ja nicht unbedingt dem nachgehen, dieser Spur, dem Gespür. Es ist reizvoll, ich denke, der ein oder andere Streamer wird da verschieden. Das ist zum Beispiel der andere Charakter. Vielleicht auch eine Möglichkeit zum Auswählen. Was mich mega interessieren würde, ist Romanzen. Das hier ist die Schwester. Die leidet an irgendwas, das ist der Vater. Da weiß man auch nicht so viel drüber. Außer, dass er natürlich versucht, seine Schwester um jeden Preis zu helfen. Er hätte sich wahrscheinlich für ein anderes Haus entschieden. Ja, da muss man dann mal gucken. Da muss man dann mal gucken, wie sich das verhält. Er sieht auf jeden Fall mega episch aus. Ich war ja auch in den USA kurz. So, entweder, das sind jetzt diese drei Thesen. Ja, Lycopie, sie wurde von dem Werwolf gebissen und verwandelt sich in einen Werwolf dann beim Mondscheinschimmer. Ist so das Ding. Ja, halte ich für unwahrscheinlich, so aus den Trailern. Obscurio, wer es nicht weiß, das sind die Magier, die Angst haben, selbst Magie anzuwenden. Und irgendwann setzt sich in ihnen ein Obscurial drin fest, der sie dann irgendwann so lange ausmetzt, bis er dran verendet und stirbt. Ja, könnte sein. Es ist auch immer mal wieder aufgetaucht. Vielleicht kann der ein oder andere in den Kommentaren mehr dazu schreiben. Aber die dritte Variante, persönlich halte ich für
am ehesten dieses Maledictus, dass man sich selber in so Tierwesen, Schlangen und sowas verwandeln kann und das dann auch zehrt und dass das dann immer schwieriger auch wird und den Körper auslaucht. Und ich glaube, dass das ist ja gerade bei den weiblichen Slytherins verbreitet oder wird auf weibliche Zauberer ist das, glaube ich, zutreffend. Denke ich, das könnte es definitiv sein. Und da müssen wir dann gegen angehen. Ne? Da sind wir dann dran. Ja, Freunde, ich will es gar nicht so lange halten, das Video. Ich glaube, da sind jetzt viele richtig geile Informationen für euch dabei gewesen. Wenn ihr mehr zu Hogwarts Legacy sehen wollt, bleibt da mega gerne mit einem Abo dabei. Auf jeden Fall nichts verpassen. Kommt in unsere Facebook-Gruppe, werde das Video jetzt hochladen und regelmäßig da sein. Wir haben auch schon Verkleidungen mit Hüte. Ich war, wie gesagt, auch wirklich in Hogwarts in den ganzen Räumlichkeiten. Da werden richtig Baba-Videos kommen. Und da freue ich mich drauf, mit euch die ganze Reise zu begeben. Und ich bedanke mich bei euch. Ich bin raus. Euer John. Peace. Küsschen. Auf Wiedersehen.